Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft am kommenden Samstag auswärts in der Labertal Arena auf den Wolfsberger AC in Kärnten. Also der 5. Spieltag, ja, der wird auf jeden Fall ein bisschen richtungsweisend für unsere Blackies. Aktuell sieht es ja tabellarisch ein bisschen Kudelmudel aus, so insgesamt. Also die Wiener tun sich schwer, Rapid, Austria, beide, naja, noch nicht so ganz so am Zenit. Unsere Jungs tun sich schwer. Die einzigen der Favoriten, die wirklich ja abliefern, sind die Salzburger mal wieder. Und ja, dazwischen haben sich da zwei Überraschungsteams bislang oben reingezwängt, nämlich der SK St. Pölten auf Platz 2 und auf Platz 3. Der WAC, der aktuell aber punktegleich mit unseren Schwarz-Weißen ist, allerdings schon ein bisschen härtere Brocken zu bespielen hatte, muss man ehrlich sagen. Sturm und der WAC beide eben mit 7 Punkten. Der WAC deswegen voran, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Und ja, wenn man sich eben die letzten Partien oder die bisherigen Partien der Wolfsberger ansieht, dann ja, waren da schon ja, schwierige Gegner dabei. Das erste Spiel in St. Pölten verloren, okay, 3:4, ziemlich kuriose Partie gewesen. Ja, dann ein 1:0 Heimsieg gegen die Wiener Austria, ein 0:0 in Wien gegen Rapid geholt. Und ja, zuletzt gleich mal Mattersburg mit 6:0 aus ihrem eigenen Stadion rausgefegt. Also die Mattersburger im Burgenland, da haben 6:0 weggeschossen. Und das war natürlich auch eine Two-Man-Show, eine extreme, von ja, zwei ganz besonderen Akteuren, die man in Graz beide ganz gut kennt. Michi Lindl und ja, der zweite Marc-André Schmerböck, der genau in diesem Sommer vom SK Sturm zum WAC gewechselt ist. Und ja, bis jetzt 4 Tore in 4 Partien gemacht hat. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Lindens Bilanz sogar noch extremer. 6 Treffer bis jetzt und ich glaube 4 Vorlagen oder so, was ich da so mitbekommen habe. Also die beiden stechen da schon gehörig raus und man muss schon sagen, auch mit Ilzer, mit dem neuen Trainer, haben die Wolfsberger anscheinend einen guten Fang gemacht. Also das funktioniert auf Anhieb relativ gut. Unsere Blackies haben da ja im Vergleich schon wirklich ein bisschen Anlaufprobleme, muss man sagen, auch wenn man ebenfalls mit 2 Siegen in die Saison gestartet ist. Aber eben ja, das St. Pölten-Spiel und eben auch das Heimspiel gegen Altach haben mich zumindest so ein bisschen auch auf den Boden der Realität gebracht. Von den anderen Partien wollen wir da gar nicht erst anfangen. Und es geht auf jeden Fall darum, dass wir jetzt endlich wieder die Kurve kriegen und das ganze Rädchen langsam wieder ineinander greift. Und tja, wie soll das gelingen? Personell sieht es gut aus. Da sind fast alle fit. Schützenhauer wird wieder das Tor hüten für den noch nicht fitten Siebenhandel. Und ja, Janscher fehlt immer noch, aber der fällt ohnehin ja länger aus. Also ansonsten alle Mann mit an Bord, das heißt, man kann aus dem Vollen schöpfen. Es ist ja im Moment wirklich relativ schwer vorauszusagen, für mich zumindest, mit was für einer Aufstellung man in die Partie gehen wird. Ja, ich lasse mich da auch so wie eigentlich immer überraschen. Ob es 2 Stürmer werden, ob es 1 Stürmer wird, ob es 4er-Kette wird, ob es 3er-Kette, 5er-Kette, was auch immer. Also man wird sich wieder was überlegen. Auf jeden Fall geht es an den Basics zu arbeiten. Das erste ist natürlich mal, was auch Heiko Vogel bei der Pressekonferenz heute gesagt hat, ja, dass man die Defensive endlich in den Griff bekommen möchte. Denn ja, es ist ja wirklich mal an der Zeit, dass man da ein bisschen was macht. Und dafür, dass eben die englischen Wochen quasi vorbei sind, hat man jetzt quasi in Ruhe mal trainieren können und jetzt auch nicht nur Regeneration in den Fokus legen können, sondern eben auch den Fokus eben auf die Defensivarbeit. Und ja, ist auch gut so. Ich erwarte mir auch kein spielerisches Feuerwerk von unseren Jungs in Wolfsberg. Einfach, dass sie kratzen, dass sie beißen, dass sie kämpfen und eben mit allem, was sie haben, da dagegen halten. Und dann sehen wir, was rauskommt. Vielleicht wird es 1 Punkt, vielleicht werden es sogar 3, wenn der Spielverlauf auch so ein bisschen für uns läuft. Auf jeden Fall, Wolfsberg ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich so die Bilanz der letzten Duelle gegen den WRC ansieht, ja, dann ist es eigentlich ganz ausgeglichen in der abgelaufenen Saison gewesen. Die ersten 2 Partien, die gingen nämlich an unseren SK Sturm, ein 2:1 daheim und ein 2:0 Auswärtssieg im Labertal. Und ja, die letzten beiden Partien dann im Frühjahr unter Heiko Vogel, muss man sagen, ja, gingen verloren. Also seine persönliche Bilanz gegen Wolfsberg ist auch nicht gerade ja, hervorragend. Ein 0:1 in Graz, das war damals Vogels Heimdebüt, und ein 1:2 beim WAC. Also ja, aber bitte, Statistiken sind jetzt nicht das Um und Auf. Nur mal der Vollständigkeit halber sollte das erwähnt werden. Ich würde dann sagen, von dem her,
war es das dann auch schon wieder von mir. Und ich sage trotzdem, unsere Blackies, wenn man kämpft, wenn man beißt, wenn man alles reinhaut, sind wir vom spielerischen Potenzial sicher nicht unter Wolfsberg. Also man muss es auch nicht überbewerten, den Gegner. Sie machen eine gute Arbeit, aber sind definitiv nicht umschlagbar. Also man muss auf jeden Fall nicht mit Angst da nach Wolfsberg fahren und einfach ja alles raushauen, ein bisschen Gas geben und dann wird das schon, würde ich sagen. Von dem her war es das jetzt aber auch schon wirklich wieder von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach hier bei der Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen Gamer-Burschen und bis dann. Ciao, ciao.